Hier sind 6 Dinge, die du in München gemacht haben musst. Wir beginnen am Marienplatz im Zentrum Münchens und hier dreht sich jeden Tag um 11 Uhr, um 12 Uhr und im Sommer auch um 5 Uhr nachmittags das berühmte Glockenspiel. Zu diesen Zeiten sammelt sich immer jeder am Marienplatz und das Glockenspiel zeigt 2 Szenen aus der Münchner Geschichte. Im ersten Teil sieht man eine Hochzeit zwischen dem Herzog Wilhelm V. mit seiner Ehefrau und zu Ehren der Hochzeit gab es ein Ritterturnier. Danach geht es weiter im zweiten Teil und dort sieht man die Schäffler. Die Schäffler stammen aus der Zeit der Pest und als die Nummern der Pest langsam runtergingen, waren die Schäffler die ersten Personen, die sich wieder getraut haben, auf die Straße zu gehen und die haben diesen typischen Tanz aufgeführt, um den Leuten zu zeigen, dass die Pest jetzt vorbei ist und dass das Leben weitergeht. Danach erklimmen wir den alten Peter. Der alte Peter befindet sich auch am Marienplatz und ist die älteste Kirche Münchens aus dem Jahr 1294. Die Tickets kann man unten am Turm kaufen und dann geht's auch schon los. Auf den alten Peter muss man hochlaufen. Es sind 306 Stufen, aber der Weg lohnt sich, weil die Aussicht von oben ist echt unglaublich schön. Vor allem an einem richtig schönen, wolkenlosen Tag. Kleiner Tipp, wer auch eine Aussicht über München haben will, aber einen Fahrstuhl bevorzugt, man kann auch auf den Rathausturm vom neuen Rathaus hochfahren. Und hier nun die wunderschöne Sicht über München. Hier die Frauenkirche. An schönen Tagen kann man sogar bis zu den Alpen schauen. Im Hintergrund die Theatinerkirche am Odeonsplatz, der Olympiapark mit dem Fernsehturm und der Englische Garten, wo wir gleich auch noch hingehen werden. Danach bietet sich eine Pause am Viktualienmarkt an. Der Viktualienmarkt ist ein wunderschöner Markt im Zentrum Münchens. Und in der Mitte des Viktualienmarkts befindet sich ein richtig schöner Biergarten. Und drumherum gibt es zahlreiche Essensstände, wo man sich einen kleinen Snack holen kann. Es ist für jeden was dabei. Es gibt Bratwurstsemmeln, Leberkässemmeln, Pommes, also alles, was das Herz begehrt. Ich habe mir an diesem Tag eine Leberkässemmel geholt für 3 Euro und war echt gut belegt für den Preis. Also mein Tipp von euch, von mir an euch. Was in München auch nicht fehlen darf, ist ein Besuch im weltberühmten Hofbräuhaus. Allein das Gebäude ist schon super schön aus dem 16. Jahrhundert. Und übrigens war das Hofbräuhaus früher der Bierproduzent vom Palast, also vom König. Deswegen auch die Krone oben über dem HB. Und hier ist ein super Ort, um der bayerischen Kultur ein bisschen näher zu kommen. Hier sind übrigens die reservierten Bierkrüge für die Stammgäste. Und im Sommer ist es auch wunderschön, im Innenhof im Biergarten zu sitzen und dort sein Bier oder auch ein anderes Getränk zu genießen. Also Hofbräuhaus darf nicht fehlen. Danach geht es weiter zur berühmten Eisbachwelle, einer meiner Lieblingsorte in München. Und wirklich zu jeder Jahres- und Tageszeit surfen hier Leute. Ich war schon hier im tiefsten Winter bei minus 10 Grad und dachte, dass bestimmt kein Surfer da sein wird. Aber selbst im Winter surfen hier die Surfer. Unglaublich. Und ich bleibe hier jedes Mal stehen und schaue ein bisschen den Surfern beim Surfen zu. Na, wer würde sich hier trauen, auch zu surfen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Von der Eisbachwelle ist man auch gleich im Englischen Garten. Der größte Park in einer Stadt der Welt, größer als der Central Park in New York. Im Sommer ist es hier super voll. Man kann auch in den Eisbach springen, aber Vorsicht, die Strömung ist sehr stark. Ansonsten ist der Englische Garten super schön zum Spazieren gehen, sich aufs Gras zu setzen, ein Bier im Biergarten Chinesischer Turm zu trinken, Rad zu fahren und vieles mehr. Also genießt es und damit endet dieses Video. Viel Spaß in München, genießt es und ich freue mich über ein Like und einen Kommentar von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.